Guten Abend, One. Kapitel 7. Ich habe nicht geklickt, das ging so schnell weg. Der Aufstieg von, was stand denn da? Ein paar Wochen später. Hallo, One. Sind alle bereit? Ja, alle werden dort sein. Wir haben vieles getan heute. Wir haben vieles getan. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Das stimmt allerdings an der Stelle. Besser als nur Tod. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird es gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemand. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Ah, wie schön, ich kann das anklicken. Ja. Da gab es eine sehr schöne Szene, wo im Spiel gesagt worden ist, dass die Waliser mit angreifen. Das war richtig klasse, Mann. Eine Frontalansicht der Kirche. Sie ist nicht so abstrakt, wie der Grundriss. Könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Das Aufmaß einer der Seitenwände. Es hilft, die Proportionen zu verstehen. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Der Plan für das Fundament. Kein Bau kann ohne beginnen. Doch für einen Laien mag schwer zu begreifen sein. Nee. Das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Ansicht für ihn. Seht zuerst hierher. Wenn ihr die Frontwand einreißen und euch vor die Kathedrale stellen würdet, würde es so aussehen. Interessant. Was ist das große Objekt direkt über dem Eingang? Dach, Turm, Langhaus. Das große Objekt direkt über den Eingang. Das wird ja wohl das Dach sein, oder? Ich will eben noch nichts zum Dach erzählen. Eine steinerne Gewölbedecke können sie sich nie leisten. Es muss also eine einfache Holzüberdachung genügen. Okay. Ich habe es fast unmöglich hochgezeichnet. Das musste sein. Ich muss den Prior beeindrucken. Das Fundament muss ich nicht erwähnen. Es ist sehr tief und erfordert viel Arbeit. Ich konzentriere mich lieber auf die eindrucksvolleren Details. Ach ja, hier, über das Dach kann ich auch nicht sprechen. Der Turm. Er ist entweder anderthalb Mal oder doppelt so hoch wie das Langhaus. Je höher, desto eindrucksvoller. Aber auch teurer. Und die Seitenschiffe. Zwei rundgewölbte Bogengänge. Halb so hoch wie das Hauptschiff. Ihre gemauerten Gewölbe stützen das Hauptschiff. Für einen Laien wirken sie wie ein unnötiger Zierrat. Doch halten sie die Wände zusammen. Ohne Strebepfeiler und Seitenschiffe würde das Hauptschiff einfach einstürzen. Das ist aber nicht interessant. Über dem Eingang ist doch das Langhaus, dann würde ich sagen. Den Turm würde er nicht meinen. Das Langhaus wird 32 Fuß hoch werden und noch höher wirken. Und mit seiner Pracht den Blick gen Himmel ziehen. Wohlgesprochen. Eine Halle, die gotteswürdig ist. Ich fragte mich immer, wie so hohe Wände halten können. Ihr erkennt die Seitenschiffe? Natürlich. Das ist nicht die erste Kirche, die ich sehe. Wusstet ihr, dass ihr Hauptzweck darin besteht, das Mittelschiff zu stützen? Faszinierend. Ich muss sagen, ihr scheint euer Handwerk zu verstehen. Das will ich hoffen. Können wir über den Turm reden? Das ist der Turm. Ich weiß. Aber wieso befindet er sich direkt über dem Langhaus? Sollte er nicht näher beim Querhaus sein? Lasst euch nicht täuschen. Natürlich steht der Turm weiter hinten. Man kann in einer Zeichnung nur keine Tiefe darstellen. Ah, interessant.
Wie hoch soll er werden? Hoch. Doppelt so hoch wie der Rest. Eineinhalb Mal so hoch wie der. Wie hoch hättet ihr denn gerne? Doppelt so hoch wie der Rest. Das wird ein beeindruckender Anblick. Zudem klingt er sehr teuer. Was ist mit den anderen Zeichnungen? Wir wollen ja auch schon was Richtiges haben, ne? Gesamtansicht. Es wird Zeit, ihm andere Dinge zu zeigen. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Was haben wir denn hier alles? Die Arkaden, das Triforium und die Obergarden, okay, Arkaden. Die untere Hälfte ist kaum eine richtige Wand. Es ist eine Reihe von Pfeilern, die durch Bögen verbunden sind. Licht scheint durch das Seitenschiff ins Mittelschiff. Drei Fenster über jeden Bogen des Seitenschiffes. Dort kommt kein Licht durch, denn dahinter liegt das Schrägdach des Seitenschiffes. Die Obergardenfenster werfen von oben Licht in das Hauptschiff. An Größe machen sie zwei Drittel der oberen Hälfte aus. Kleiner als das Seitenschiff und zweimal so groß wie den Bogen. Fangen wir unten an, ne? Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Direkt in der Mitte ist das Triforium. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Über allem anderen befinden sich die Obergardenfenster. Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur, wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? 2 Wochen. Ein grober Schätzwert würde mir reichen. 2 Wochen. 15 Jahre mit 30 Steinmetze, 8 bis 10 Jahre mit 60 Steinmetzen. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Bei 60 Steinmetzen und Maurern könnte man überall gleichzeitig mit der Konstruktion beginnen, anstatt abschnittsweise von Ost nach West zu bauen. Das würde dann zwischen 8 und 10 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Fahrt fort. Zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. Na dann, Grundriss. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Das Langhaus, das Querhaus, der Chor. Das Langhaus weist nach Westen. Es hat 6 Joche. Das sollte leicht genug zu verstehen sein. Okay. Das Querhaus gibt der Kirche ihre Kreuzform und liegt in der Mitte zwischen Langhaus und Chor. Mit 2 Jochen ist es perfekt proportioniert. Der Chor weist zum Sonnenaufgang im Osten. Ich möchte ihn 4 Joche lang machen. Das sieht eindrucksvoll aus und kostet nicht zu viel. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Der Chor wird 4 Joche haben. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Ja. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus. Aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre klein, aber dennoch eindrucksvoll. Könnt euch einen größeren Bau leisten. Wir wollen Kuchen aus. Könntet ihr euch denn einen größeren Bau leisten? Derzeit kann ich mir überhaupt keinen leisten. Der König gewährt uns Holz, Steine und Wolle von Shirings Weiden. Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird.
Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Mindestens 3000 Pfund. Pessimistisch. Nicht mehr als 3000 Pfund. Optimistisch. Ich weiß genau, wie viel das kosten würde. Es wären nicht mehr als 3000 Pfund. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen. Ja, unbedingt. Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Ja. Warum? Weil ich meine Fähigkeiten voll über, weil ich erlebt habe, wie man es nicht machen soll, weil ich jetzt so ein Wunderschönes schaffen will. Den oder den? Das ist ja halt blöd. Ich meine, der ist gut, aber nein, kommt gar nicht in Frage. Weil es mein Leben mit Sinn erfüllen würde. Vielleicht ist es ja etwas, wo er sich auch dran erfreut. Aber eigentlich ist das genau so, machen wir es. Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Ach so? Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Die ist die leider. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun. Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Es sollte die Verheißung eines besseren Lebens sein. Darum soll es den Himmel zeigen. Toll! Ist das nicht aufregend, Philipp? Immer mit der Ruhe, Francis. Wir dürfen nichts überstürzen. Mich freut vor allem, dass es vorwärts geht. Unser gemeinsamer Ausflug in die Welt der Politik hätte auch anders ausgehen können. Aber wir sind beide am Leben. Und dafür danke ich Gott. Und ich danke dir für deine Verschwiegenheit. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Bilder. Gott wird euer Angebot annehmen. Speedy, guten Abend. Hallo. Mir ist eben aufgefallen, dass er gesagt hat, meine erste Frau. Er hat ja noch gar keine neue. Sagt man das dann so, wenn man verwitwet ist, also quasi, ist es doch so, ich fand ich halt komisch. Ist euch das auch aufgefallen? Arbeitsvertrag. Untersuchen. Wird die immer als Kleingedruckte lesen in Arbeitsverträgen. Arbeitsvertrag vom 1. Februar 1136. Ich, Philipp von Gwynedd in Repräsentation der Kingsbridge-Priorei, ernenne hiermit Tom Bilder zum Baumeister für die Errichtung der Kathedrale von Kingsbridge. Die Priorei wird hierfür 200 Pfund pro Jahr für Materialien und Handwerker bereitstellen. Die Geschwindigkeit des Baus soll entsprechend angepasst werden und sich nur an Pläne halten, die zuvor vom Prior abgesegnet worden sind.
Im Gegenzug für seine Arbeit werden Tom Bilder und seiner Familie ein eigenes Haus erhalten, sowie das Recht der Mahlgemeinschaft der Priorei beizuwohnen. Bei Veränderungen der finanziellen Lage der Priorei sind dem Vertrag Änderungen vorbehalten. Dies beinhaltet die Aussicht auf zusätzliche Bezahlung zur Kompensation des Baumeisters. Gezeichnet Prior Philipp von Gwynedd und Tom Bilder. Mal gucken, ob das alles so richtig war. Im Film nicht schlecht anders ab. Okay. Als spielst du den Kleinen wieder? Stelle. Wo haben sie die ganzen Pferde hingebracht? Okay. Unfreundliche Mönche. Da hat er recht. Ich mag sie nicht. Sie schreien mich immer an, als wäre ich blöd. Mit denen rede ich nicht mehr. Geht es so. Mama. Ich glaube, es gefällt dir hier. Trotz des vielen Lärms. Guter Mönche. Loch im Boden. Tom sagt, es dauert Jahre, eine Kirche zu bauen. Aber nur eine Nacht, um sie zu zerstören. Oh, wie recht er hat. Habe ich das Richtige getan? Gute Frage. Was ist eigentlich passiert, wenn ich den nicht angezündet hätte? Alfred, warum mag Tom ihn so sehr? Ständig schlägt er mich. Ich hasse ihn. Wir gehen mal zu Mama. Jack, sei so gut und gib Paul diese Kräuter, ja? Er ist doch ein Mönch. Du magst keine Mönche. Nun, die meisten Leute hier sind Mönche. Und es scheint, dass nicht alle von ihnen schlecht sind. Was nicht heißt, dass du nicht vorsichtig sein solltest, bevor du einem von ihnen vertraust. Nun, dein Sohn hat mir bereits vertraut. Nee. Oh ja, ich weiß, wer dieser Junge ist. Und ich weiß, wer du bist. Bald werden sie dich aus Kingsbridge vertreiben, Hexe. Könnte man den nicht auch nochmal verbrennen oder sowas? Olle, olle. Und da ist er. Sack da. Geht ja gar Gebt nicht. Gebt unserem Prior den Beifall, den er verdient. Von Bruseln, Abend. Oh, ihr wisst, ich folge nur Gottes Willen. Macht alles bereit für die Glocke. Macht euren Prior stolz. Tja, danke. Ab mit dir, Jack, und vergiss Pauls Kräuter nicht. Man hat mir diese Salbeiblätter gegeben. Philipps Anhänger. Als Philipp kam, klatschten die Arbeiter mit ihren Händen. Als ob sie ihn auf ihn aufmerksam machen wollten. Mit so viel Lärm. Hier sind noch viele Löcher im Boden. Gib die Kräuter am Bruder Paul. Wo ist der denn? Wir gehen erstmal zu Alfred. Was willst du? Sag bloß nichts Blödes jetzt. Ignoriere ihn. Ich will helfen. Ich will helfen. Es gibt nichts für dich zu tun. Pech. Ich weiß nicht, warum Tom dich so vergöttert, du nutzloser kleiner Bengel. Würde mich nicht wundern, wenn du hinter dem Brand steckst. Was? Warum guckst du so? Ich gehe jetzt. Ah, Paul. Wo sind eigentlich die ganzen Flüchtlinge geblieben? Die bauen hier wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Er sieht aus wie ein alter Baum. Vermutlich ist er älter als der Wald. Eines Tages will ich genauso aussehen. Naja. Oh,
Guten Tag, Junge. Wenn du deine Mutter siehst, sag dir, dass die Schmerzen schlimmer geworden sind. Ich werde wohl doch auf ihr Angebot zurückkommen müssen. Oh, ich sag dir, werde nie so alt wie ich, Junge. Es ist gegen die Natur. Oh, komm her, da. Das ist von meiner Mutter. Oh, Gott segne sie. Junge, ganz gleich, was Remigius sagt. Deine Mama ist eine Heilige. Sehr schön. Und guck mal, da habt ihr gesehen, oh, die Glocke. Ist das die Glocke? Kannst du sie von hier aus sehen? Das ist schon cool. Eine Glocke ohne Kirche. Die wird zuerst hochgezogen. Dein Vater krass. Hat wahrhaft sonderbare Ideen. Kann sein. Was ist eine Glocke? Oh, wer kommt denn da? Verzeihung. Das ist doch... Die Frisur kenne ich doch. Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Ich dachte, du wärst nicht der Sohn des Baumeisters. Naja, jetzt wohl schon. Ich muss sagen, Prior Philipp hat nicht zu viel versprochen. Ihr habt wirklich viele Schafe hier. Du kennst Philipp auch? Ja, Philipp kenne ich auch. Er ist überhaupt der Grund für meinen Besuch. Ist er da? Irgendwo bestimmt. Der Gute ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber keine Angst, ihr werdet ihn bestimmt nicht lange suchen müssen. Gut. Vielen Dank. Du schleppst dir selbst den Karren. Nein, das kann nicht die neue Flamme von dem Jungen sein. Der ist doch ein Junge und die hätte doch, die ist, muss doch viel älter sein. Es sah ja eben auch so aus, aber die ist doch, nein, ich glaube, kann mir da keinen glauben. Das glaube ich nicht. Aber die wurden früh verheiratet damals. Ah, ne? Willst du ihr folgen? Das ist nicht gut. Keine Eile. Wir wissen ja nun, wo wir sie finden können. Und das ist das Ende des ersten Buches. Betten. Herr Bischof, William Hamley ist zurückgekehrt, um euch zu sehen. Schickt ihn rein, Timothy. Wir haben viel zu besprechen. Kapitel 7, der Aufstieg von Kingsbridge. Hast du getan, hast du hast die Baukosten optimistisch eingeschätzt. Ja, ich wollte ja nicht, dass wir das Ding kleiner bauen. Deshalb habe ich das gemacht. Du hast dein Bittnis im Paradies für das neue Tympanon ausgewählt. Hm? Niemand hat von Francis' Involvierung in der Verschwörung erfahren. Schöpfle auch ganz gut. Lady Aliena. Wieso will sie mit Philipp reden? Doch ich auch gefragt. Bischof Valeran landet etwas gegen Kingsbridge. Hm? Du hast das Buch 1 durchgespielt. Akzeptieren. So, an der Stelle schneide ich einfach mal kurz. Achso, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im Buch 2 wieder, ne? Da kann man ja mal Tschüss sagen zwischendurch. Das würde ja, macht ja Sinn irgendwie, ne? Dann für Buch 2 eine neue Folge, so in der Art. Okay, dann, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Also, mir gefällt es sehr gut. Bis dann, tschüss. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Buch von Die Säulen der Erde. Ich nehme jetzt nächstes Mal bei Die Säulen der Erde. Erfahrt, was ich und mein Bruder Richard nach dem Überfall auf die Burg unseres Vaters erlebt haben. Wie wird die Zukunft von Kingsbridge aussehen? Die Säulen der Erde. Wer den Wind sät.
demnächst auf diesem Kanal. Ja, das tut mir leid, die Folge ist schon wieder vorbei. Scheiße, was mache ich jetzt? Das hänge ich noch an die letzte dran. Das ist so, ja, das hänge ich jetzt dann noch an die letzte dran. Okay, dann ist das jetzt der Abspann. Gut, dann fühlt euch nochmal gegrüßt. Was soll's? Wir müssen ja nicht geizen. Okay, gut, es ist ja nicht, es ist ja, glaube ich, auch in Teilen rausgekommen, ne? Ist ja seit einem Jahr draußen. So, und jetzt gibt's halt alle drei Teile zusammen, so, deshalb, das kennt man sich selbst gespoilert, so sieht das wohl aus. Leiert das jetzt wieder Arcano, die Musik? Die Bücher sind mit monatelangem Abstand erschienen, deswegen wollten sie jeweils eine Ein- und Ausleitung machen. Ist nicht so glücklich fürs LP. Ach, das finde ich nicht schlimm, muss ich sagen. Ja, es ist ein Jahr her. Das kennen ja anscheinend auch irgendwie alle außer mir. Guck mal, Marco und Nicola, da Geschwister, haben beide mitgesprochen. Wolf Rubel, okay. Aber ich habe gesagt, ich lasse Abspanne immer auslaufen. Oder Abspanne, ne, heißt es doch, oder? Wie ist denn da der Plural? Gibt es überhaupt ein Plural davon, wenn doch jeder Film immer nur einen Abspann hat? Fragen wir Fragen. Tony Chip, die stellen immer nur Leute mit Doppelbuchstaben ein. Merkt ihr das? Abspinne? Komm hier nicht mit Spinnen. Du verstehst gar keinen Spaß. Leider hatte sich für der Dialekt nicht so gut verkauft, wie es scheint, was ja schade ist. Ja, das ist in der Tat schade, weil die können auch sowas. Man kennt halt nur Edna bricht aus und Deponia, auch tolle Point-and-Click-Adventures. Also Edna habe ich noch gar nicht gespielt, aber... Aber dass sie auch was Ernstes machen können, ist ja schon... Schon was, sag ich mal, ne? Ich glaube aber jetzt nicht, dass da am Ende noch irgendwas kommt. So ein Abspann, so ein nach dem Abspann noch irgendeine Szene. Das würde ich jetzt bei dem Spiel nicht so einschätzen. Aber für die deutsche Übersetzung mussten vier Leute her und Französisch hat's, na gut, auch eine Firma gemacht, ne? Aber, da machen immer verdammt viele Leute was im Spiel mit, ne? Das ist überhaupt nicht, weißt du, so, es hat ja jetzt nicht mal Special Effects oder sowas gehabt. Trotzdem stecken da so wahnsinnig viele Leute hinter. Das ist schon immer wieder erstaunlich, ne? Ja, mach mal. Also vielleicht habe ich ja auch ein Hörverständnis oder es liegt an deiner Leitung. So, ich verschwinde schon mal aus dem Chat. Nimm dich mit aufs Tablet. Und das will gleich ein Update installieren. Okay, lass mich schon recht müde, kann ich verstehen. B-Mod, danke für den Raid. Schön, dass du hier alle mitgebracht hast, auch das dauer. Ach, jetzt geht der Abspann aber ein bisschen lang. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen gespielt haben, Mensch. Voice-Over war da auch schon mal, oder nicht? Komm, nur mal schneller. Schürfgut, wie man hier sagt. Bis halb elf ist noch hin, ja. 30 Minuten später, Abspann läuft immer noch. Das könnte sein. Ja, hier kommen die ganzen Tester.
Was ist denn Q? Oder was ist denn der COO? Head of Game Design, Art Director, Head of 3D. Wo war denn da 3D? PR. Sales and Product Management. Ja, CEO ist der Chef, aber COO kannte ich noch nicht. Eben, oder Q, das war eigentlich auch. Nicht so richtig mit Netzwerk. Also größere Probleme kann ich da nicht lösen. Chief Operation Officer. The team wishes to thank Ken Follett and Barbara Follett, the Follett Office, Darren Cook for the official logos, the team's friends and family, Mali Nürnberg und Remus. Och, jetzt bedanken sie nochmal alle. Das Gruppenknuddel am Ende. Ja, ich bedanke mich bei euch allen. Das muss ja an der Stelle auch mal gesagt werden. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ey, ganz ehrlich, wenn sich von den 50.000 Leuten, die da mitgemacht haben, jetzt jeder noch bedanken darf, dann kann das wirklich noch eine Stunde dauern, oder? Fastnauer, kannst du mir mal einen Tipp geben? Ist ja kein Spoiler. Wie lange läuft denn das jetzt noch so? Nguyen? Ach, das ist ein bekannterer Name, ne? Nachname. Das ist wie Müller, glaube ich, ne? Nguyen. Kann man das abbrechen? Ist das okay? Es fängt an, mich zu langweilen. Ah, aber Well-Thema macht mit. Ja, dann darf ich aber auch nochmal Dank sagen. Wenn Well was hier... Wenn ich das noch wüsste. Du bist eingeschlafen dabei. Hast die Aufnahme einfach laufen lassen. Oh, es nähert sich ein Ende an. Ach ne, jetzt kommt echt... Redemption of Surskit must retain the up of Copyright Notice. Ey, komm, wenn die jetzt noch mit FFmpeg-Lizenzen ankommen, ne, dann kann das wirklich noch Stunden dauern. Nein, die hauen jetzt nicht ihre Lip da rein, ne? Wenn sie Kör schon reinschreiben. Nein, echt? Och, ok. Ich meine, es ist ja alles in Ordnung, ist ja Open Source, muss man benennen. Aber das kann doch jetzt noch wirklich Stunden dauern. Quellt ja immer, wer hat dich gezähmt? Echt, lib.png, rip.wrap.p, wo haben die den Wrap.p angesetzt? Das kann jetzt aber... Oh, das braucht keiner. Wie, haben sich Ock und Forbes getrennt oder was? Ich möchte jetzt trotzdem wissen, wie lange es... Ich möchte jetzt einfach nur wissen, wie lange geht es denn noch? Ich ab, sollte kann er jetzt sagen, dass es um sie sehen. Rutscht doch mal zufällig über die Tastatur. Ich bin ganz zufällig auf die Tastatur gekommen und es bricht nicht. Oh, ich habe das mit der Maus geklickt. Das wollte ich nicht. Ich schneide jetzt hier. Ich wünsche euch was.